wenn sie mir nicht... Ihr Zweifel hat volle Berechtigung. Ich verstehe und billige ihn. Da haben Sie vier Briefe von Ihren befreundeten Korrespondenten, von denen einer der Direktor meiner Bank ist. Die Unterschrift werden Sie erkennen und Sie werden sich bald davon überzeugen, dass ich bin. Silvio, wir sind verloren. Mein Leben kann ich verlieren. Sie niemals. Und wieder steht Frieder Geller. Wie kommt es, dass er sich hier befindet? Er kennt mich ganz gewiss. Und ich wünsche alles eher, als dass er mich verrät. Freundchen, es scheint mir, ich kenne Sie. Ja, Herr, Sie erinnern sich doch vielleicht noch aus Turin. An Brighella Caviccio. Ach ja, jetzt erkenne ich Sie erst. Guter Mann, was treiben Sie in Venedig? Und ins Himmelsfeld verraten Sie mich nicht. Keine Angst. Ich führe eine Lokanda. Zu dienen? Ausgezeichnet. Da ich das Vergnügen habe, Sie zu kennen, kann ich gleich in Ihrer Lokanda Wohnung nehmen. Wird mir eine Ehre sein. Jetzt weiß ich alles. Diese Begleitbriefe, die mir Herr Federigo überreicht hat, zwingen mich zu glauben, dass Sie der sind, von dem die Briefe sprechen. Sollte noch irgendein Zweifel bestehen, so steht hier Messer Brighella, der mich kennt und der Sie davon überzeugen kann, dass ich bin. Ja, gewiss. Das kann ich versichern. Wenn es so ist, wie außer diesen Briefen auch mein Gevatter Brighella bezeugen will. Mein lieber Signor Federigo, so freue ich mich mit Ihnen und bitte Sie, mein Zögern zu entschuldigen. Herr Vater, ist das wirklich Federigo Rasponi? Ja, er ist es. Ich Unglückliche, was geschieht jetzt? Ich sagte doch schon, vertrauen Sie mir. Sie sind mein und ich werde Sie bis in den Tod verteidigen. Na, was meinen Sie, Doktor? Der kam zur rechten Zeit. Der Aktien sind im Punto. Und dann kontingent in Anno. Signor Pantalone, wer ist diese Dame? Das ist meine Tochter. Die Sie mir zur Braut versprochen haben? Ja, die ist es. Fräulein, gestatten Sie, dass ich Ihnen meine Referenz mache. Ihre ergebene Dienerin. Ein kühler Empfang. Was will man machen? Sie ist von Natur aus sehr schüchtern. Und dieser Herr, ist das ein Verwandter? Das ist ein Neffe von mir. Nein, Senior, ich bin nicht irgendein Neffe. Ich bin der Verlobte von Fräulein Clarisse. Wie? Sie, der Verlobte von Fräulein Clarisse? Ja. Ist sie nicht mir zugesagt? Still. Ich werde alles aufklären. Lieber Signor Federigo, da ich annehmen musste, die Nacht von ihrem Unglück sei wahr und ich an ihren Tod glaubte, gab ich meine Tochter Signor Silvio. Das kann mir auch kein Mensch auf der Welt verübeln. Na, Sie sind aber gerade noch im letzten Moment gekommen. Natürlich gehört Clarisse nun Ihnen, wenn Sie wollen. Ich bin bereit, mein Wort zu halten. Signor Silvio, was ich Ihnen sagen soll, weiß ich wirklich nicht. Aber Sie sehen ja mit eigenen Augen, wie es steht. Und Sie wissen auch, dass ich Ihnen alles gesagt habe und können sich nicht über mich beschweren. Signor Federigo wird sich kaum damit begnügen, eine Braut zu nehmen, die einem anderen ihre Hand geschenkt hat. Ach, so empfindlich bin ich nicht. Ich nehme sie trotzdem. Ich brauche schließlich auch ein wenig Unterhaltung. Noch so ein moderner Ehemann. Obwohl die auch nicht so schlecht sind. Ich hoffe, Fräulein Clarisse schlägt meine Hand nicht raus. Halt, mein Herr! Sie sind zu spät gekommen! Fräulein Clarisse gehört mir und Sie müssen jegliche Hoffnungen aufgeben, dass ich Sie Ihnen abtrete. Wenn Herr Pantalone mir Unrecht gibt, werde ich mich zu wehren wissen. Wer Clarisse will, wird sich gegen meine Klinge zu verteidigen haben. Bravo, bravo! Wahre denn recht, aber ohne Überstürzung. Nein, auf solche Art will ich nicht sterben. Mein Herr! Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber Sie sind zu spät gekommen. Fräulein Clarisse wird nämlich die Gattin meines Sohnes. Und das Gesetz spricht klar. Prior in tempore, potior in jure. Alle Jagder ist. Und Sie, Fräulein Braut, Sie sagen nichts. Ich sage, dass Sie hergekommen sind, um mich zu martern. Aber was ist das denn für ein Geschwätz? Was redest du denn da? Signor Pantalone. Nein, Sie doch. Ich fühle mit dir, man darf Sie nicht so hart anfahren. Mit der Zeit hoffe ich, die Neigung des Fräuleins zu verdienen. Inzwischen sehen wir lieber unsere Rechnungen durch, denn das ist, wie Ihnen bekannt sein dürfte,
Auch einer der Gründe, warum ich überhaupt nach Venedig kam. Die Abrechnung ist in bester Ordnung. Das Geld liegt bereit und ich zahle Ihnen die Summe aus, sobald Sie es wünschen. Ich will Sie zu gelegenerer Zeit wieder aufsuchen. Wenn Sie erlauben, gehe ich jetzt mit Brighella fort, um einige kleine Geschäfte zu erledigen, die man mir aufgetragen hat. Er kennt die Stadt und wird mir bei meinem Vorhaben sicherlich behilflich sein. Ausgezeichnet. Bedienen Sie sich seiner nur nach Wunsch und sollten Sie sonst noch etwas von mir wollen, so befehlen Sie. Wenn Sie mir etwas Bargeld auszahlen könnten, würden Sie mir einen Gefallen erweisen. Ich wollte nicht so viel mitnehmen, um es beim Geldwechsel nicht zu verlieren. In Ordnung. Im Augenblick ist der Kassier nicht da, aber sobald er nach Hause kommt, schicke ich Ihnen die Summe ins Haus. Sie wollten doch bei Gefalter Brighella nun beziehen. Gewiss, ich gehe zu ihm. Ich schicke dann meinen Diener zu ihm. Er ist durchaus zuverlässig und man kann ihm unbesorgt alles anvertrauen. In Ordnung, ich erwarte Sie also. Herr, Sie werden erwartet. Nur von wem denn? Es ist so recht. Ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll, aber ich glaube, Sie streiten. Ich komme sofort. Sie werden wohl entschuldigen, wenn ich Ihnen nicht weiter Gesellschaft Sie leisten kann. Sie wirklich nicht, um mich zu sorgen. Brighella, kümmern Sie sich um Sie, Herr Federico. Sie gehören ja zum Haus. Ich muss fort. Darf von der Fahrt, Fräulein Beatrice. Nur ruhig. Um des Himmels Willen verraten Sie mich nicht. Mein armer Bruder ist tot. Entweder von der Hand des Herrn Florindo Aretusi gefallen, oder vielleicht von der Hand eines anderen. Aber aus eigener Schuld. Sie erinnern sich, dass Florindo mich liebte und dass mein Bruder nicht wollte, nachdem er mich in Vergangenheit mit ihm erwischt hatte, dass ich die Liebe erwidere. Sie gerieten in Streit, ich weiß nicht wann und wie. So starb Federico und Florindo ergriff aus Angst vor Verhaftung die Flucht, ohne von mir Abschied nehmen zu können. Der Himmel ist Zeuge, wie sehr mich der Tod meines armen Bruders betrübt und wie viele bittere Tränen ich um ihn vergossen habe. Aber jetzt ist es nicht mehr zu ändern. Und es betrübt mich, dass ich auch Florindo verlor. Ich weiß, dass es sich nach Venedig wandte und fasste den Entschluss, ihm zu folgen. Mit den Kleidern und Empfehlungsbriefen meines Bruders ausgestattet, hoffe ich, hier den Geliebten wiederzufinden. Dank dieser Briefe und ihrer Zeugenschaft hält mich Signor Pantalone wirklich für Federico. Wir werden unsere Rechnung bereinigen. Ich werde mir das Geld auszahlen lassen und kann dann Florindo helfen, wenn er es nötig hat. Da sehen Sie, wohin uns die Liebe führt. Stehen Sie mir bei, lieber Brighella. Unterstützen Sie mich. Sie sollen reich belohnt werden. Aber alles recht schön und gut. Aber ich will nicht schuld sein, an das Signor Pantalone im guten Glauben bares Geld ausbezahlt und im Nachhinein der Gefoppte ist. Wieso gefoppt? Da mein Bruder tot ist, bin ich die rechtmäßige Erbin. Ja, das ist richtig. Aber warum zeigen Sie sich da nicht in Ihrer wahren Gestalt? Wenn ich mich entdecke, erreiche ich gar nichts. Pantalone wird damit anfangen, sich als mein Vormund aufzuspielen. Und alle würden mich quälen mit, das geht nicht, das schickt sich nicht. Und was weiß ich? Ich will meine Freiheit. Es wird noch eine kleine Weile dauern, doch Geduld, etwas wird schon glücken. Wahrhaftig, Wolle. Sie waren schon immer ein eigenwilliges Ding. Ja, lassen Sie nur. Vertrauen Sie mir. Ich will Ihnen rechtschaffen dienen. Gehen wir also in Ihre Lokande? Ja, und Ihr Diener, wo steckt der? Er hat gesagt, dass er mich unten auf der Straße erwarten will. Wo haben Sie diesen Tölpel eigentlich aufgegabelt? Er kann ja nicht einmal richtig reden. Ich habe ihn nur für die Reise engagiert. Er scheint manchmal einfältig. Aber er ist es nicht. Und was die Treue betrifft, kann ich mich nicht über ihn beklagen. Ach ja, die Treue. Das ist eine schöne Sache. Ja, gehen wir jetzt. Es soll alles nach Ihrem Wunsch geschehen. Naja, wozu uns die Liebe verleitet? Das ist noch gar nichts. Die Liebe lässt uns noch ganz andere Dinge tun. Aber wir haben schon ganz gut angefangen. Wenn das so weitergeht, wer weiß, was noch geschehen wird. Thank you.
das Warten satt. Ich mag nicht mehr. Bei meinem jetzigen Herrn, da bekommt man nur wenig zu essen. Nach dem Wenigen muss man sich vor Sehnsucht verzehren. Vor einer halben Stunde hat die Stadt hier zu Mittag geschlagen. Aber die Mittagsglocke in meinen Eingeweiden, ach, die läuten schon lange. Wenn ich nur wüsste, wo wir wohnen werden. Andere Herren, wenn sie in eine neue Stadt kommen, gehen als erstes in die Osteria. Und dieser Herr, nein, er lässt die Koffer auf dem Kurierschiff, macht Besuche und kümmert sich nicht einmal um seinen armen Diener. Da heißt es, man soll die Herrschaft mit Liebe bedienen. Man sollte dieser Herrschaft mal sagen, dass sie ein wenig Liebe für die Dienerschaft aufbringen sollte. Da ist ja eine Lokanda. Beinahe hätte ich ja Lust, hineinzugehen und zu sehen, ob es etwas gibt, was die Zähne in Bewegung setzt. Aber was, wenn mein Herr mich sucht? Sein Schaden. Er sollte etwas mehr Rücksicht nehmen. Oh. Und während ich da so überlege, kommt mir eine neue Schwierigkeit in den Sinn. Ich habe keinen Soldo. Armer Tofaldino. Bevor ich länger den Diener mache, Corpo del Diavolo, da mache ich lieber... Ja, was mache ich eigentlich? Ich kann ja gar nichts machen. Ich sage Ihnen doch, dass wir nicht weiter können. Der Koffer erdrückt uns. Da ist noch das Schild einer Lokanda. Die paar Schritte werdet ihr ja wohl noch gehen können. Ich habe es euch gleich gesagt, dass ihr es nicht könnt. Du bist zu schwach und du hast keine Kraft. Da könnte ich doch 10 Soldo verdienen. Werter Herr, kann ich Ihnen helfen? Guter Junge, hilf diesen Koffer in diese Lokanda zu bringen. Sofort. Oh, bravissimo! Der ist ja wieder leicht. Seht ihr jetzt, wie man es macht? Ich kann nichts dafür, ich bin noch so klein. Dass ich den Lastenträger machen muss, ist ja mein Glück. Ich bin der Sohn einer geachteten Persönlichkeit. Was für einen Beruf hat denn dein Vater? Mein Vater ist Stadtschafhüter. Ein Narr? Mehr kann man nicht sagen. Euer Gnaden, wenn ich bitten darf. Was denn? Den Lohn fürs Tragen. Was soll ich euch für die paar Schritte geben? Da hinten steht noch der Postwagen. Die Schritte zählen wir nicht. Zahlen Sie bitte. Gut. Hier sind 5 Soldi. Zahlen Sie bitte. Einige Geduld. Da sind noch 5 Soldi. Zahlen Sie. Jetzt habe ich aber genug. Jetzt sind wir bezahlt. Eine komische Art von Humor. Die Kerle haben tatsächlich so lange gewartet, bis ich ihnen eine runtergehauen habe. Gehen wir also und schauen wir, was das für ein Haus ist. Ah, guter Herr, Ihr Auftrag ist ausgeführt. Und was ist das für ein Haus? Das ist eine wirklich gute Lokanda. Nun, schöne Spiegel.